a ticket to fame. Because I think that's what it's all about. So come and see me if you want to see me do the best I can, because I think I'm gonna make you proud. I can go the long way, other way. I take it step by step by step to the very, very end. And by the time is up, I will be up on the top, holding up the banner with a message to send. I've got a ticket to fame. Der Hintergedanke in der Planung ist einfach der, dass wir einmal mit, mit dem König der Lüften einfach gemeinsam einmal das spürt, sie ganz nahe anfassen kann, sie greifbar sind, diese Aura von den Adlern einfach auch spürbar ist, wenn sie auf der Hand sitzen zum Beispiel. Es ist so ein edles Tier und es ist genau so, dass man eigentlich in seiner eigenen Persönlichkeit berührt wird. Ja, ich denke, diese Frage muss man die zwei Jungs stellen. Das ist immer eine Geschichte. Biomechanisch gesehen, ja, natürlich. Man kann Aerodynamik und Flugeigenschaften beobachten. Aber ehrlich gesagt ist es natürlich ganz was anderes. Ganz eine andere Liga, was Vögel und insbesondere Adler natürlich mit ihren Flugkünsten schaffen, als wie das ein Mensch machen kann. Und aus diesem Grund kann man sich sicher was abschauen, aber man darf es nicht zu ernst nehmen.